Wir dürfen nicht zulassen, dass General Serin sein Ritual zu Ende führt. Garin und ich sind bereit, seine Schutzzauber zu bannen. Macht euch für einen Kampf bereit, Soldat. Ja, endlich ist es soweit. Ich konnte es kaum abwarten. Was denkt ihr? Was erwartet mich hinter dem Tor? Die Toten werden euch begegnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Serin hat unsere Krieger in untote Sklaven verwandelt. Sobald der Schutzzauber gebannt ist, geht durch das Tor. Bahnt euch einen Weg zum Anwesen und stellt General Serin. Wir kommen so schnell wie möglich nach. Gut, einverstanden. Ich werde General Serin auslöschen. Dann hat seine Machenschaft endlich ein Ende. Der Zauber wurde aufgehoben. Geht und findet Serin. Wir stoßen zu euch, sobald wir unsere Stärke zurückhaben. Gut, dann treffen wir uns drin. Fels und Hammerfell! Ruhm dem Pakt! Der Vorplatz ist gesichert! Wir haben es geschafft. Der General ist tot. Nein! Ich darf nicht scheitern. Nicht Garin! Nicht Garin! Das Dolchsturzbündnis hat mir meinen Sohn genommen. Tanwar, nein! Das Korallenherz ist zu mächtig. Nein, Holgun! Das Bündnis muss büßen! Tanwar, was habt ihr getan? Bei Shors Knochen. Tanwar ist verrückt geworden. Ich kann nicht glauben, dass er das Korallenherz genommen hat. Und Garin, verflucht sei das Schicksal. Die Wölfe kreisen uns ein, meine Freundin. Holgun, ihr wurdet verletzt? Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte Tanwar das Korallenherz stehlen wollen? Er hat vor, es zu benutzen, um Zadal, den zweiten Bruder des Zwists, zu befreien. Wir müssen ihn aufhalten. Ganz Steinfelle wird leiden, wenn Tanwar die gepeinigte Spitze für seine Pläne nutzen kann. Absolut. Trollblut. Dieser Tage kann uns alles auseinanderbringen. Was denkt ihr? Wie werden meine werten Nord und die Argonier darauf reagieren? Wenn Tanwar noch ein magisches Ungetüm in die Aschlande beschwört, dann könnte das das Ende für den Pakt bedeuten. So weit darf es auf keinen Fall kommen. Wie halte ich Tanwar auf? Es gibt nur einen Ort, an den er gegangen sein kann. Kragenmoor. Diese Stadt ist das Tor zur gepeinigten Spitze. Um an den Schutzzaubern am Fuß des Berges vorbeizukommen, muss er mit dem Dresgroßmeister sprechen, der den Schlüssel hat. Geht und haltet ihn auf. Das werde ich, Holgun. Verlasst euch darauf. Dann gehe ich also jetzt nach Kragenmoor. Geht, meine Freundin. Sorgt dafür, dass Tanwar sich nicht umbringen lässt. Ich habe heute schon so viel verloren. Holgun, bevor ich gehe, kann ich euch ein oder zwei Fragen stellen? Ich bin verletzt, verflucht noch eins. Aber ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten, die ihr habt. Wer genau ist Zadal? Er ist doch einer der Brüder des Zwists, oder? Zadal ist der zweite, größere Bruder des Zwists.
Wir haben Balred am Aschberg zurück in seinen Käfig gesteckt. Doch sein uralter, lodernder Bruder lauert noch immer im Herzen der gepeinigten Spitze. Wir dürfen nicht zulassen, dass Tanval dieses Monster freilässt. Was ist die gepeinigte Spitze? Was ist das für ein Ort? Noch einer von diesen verfluchten Vulkanen hier in Morrowind. Wie den Aschberg haben sie die Spitze in ein mystisches Gefängnis für einen der Brüder des Zwists verwandelt. Sie liegt südlich von Virak, ein Stück hinter Kragenmoor. Ah, so ist das. Stimmt etwas nicht mit Kragenmoor? Es ist eine Bastion des Hauses Dreys. Und ihr Großmeister ist der einzige mit Zugang zum Berg. Die Spitze wird von einem magischen Schleier umgeben, der verhindert, dass man zu ihr hinaufkommt. Um zur Spitze zu gelangen, müssen wir uns auf die Dreys einlassen. Mich würde eure Meinung interessieren. Warum glaubt ihr, hat Tanval das getan? Wegen Garin. Er war Tanvals einziges Kind. Und Garin aufzuziehen, hat ihn mit mehr Stolz erfüllt als all die Medaillen und Ehrungen, die man ihm im Krieg verliehen hat. Garin an das Bündnis zu verlieren, hat Tanval gebrochen. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Das ist eine schlechte Zeit für Kragenmoor-Reisende. Seid ihr wegen Geschäften hier? Wenn nicht, zieht besser weiter. Nein, ich habe hier keine Geschäfte zu erledigen. Ich muss nur mit eurem Großmeister sprechen. Müssen wir das nicht alle? Ich wünsche euch Glück, Fremde, auch wenn ihr hier wahrscheinlich nicht viel davon finden werdet. Großmeister Omin wurde von einem blutrünstigen Nixhund in einen albernen Guar verwandelt. Vielleicht kann eine der Wachen euch mehr erzählen. Ich will damit nichts zu schaffen haben. Das ist ein verdammtes Desaster. Seid gegrüßt. Wartet, ihr seid die Heldin von Balfoyen, die Heldin von Davons Wacht und die Belagerungsbrecherin von Virak. Dank sei Vivek, ihr seid hier. Kragenmoor wurde eingenommen. Was sagt ihr da? Eingenommen? Von wem? Sagt mir, was ist da los, Wachmann? Tanval Indoril betrat die Stadt an der Spitze seiner persönlichen Vorhut und verlangte eine Audienz beim Großmeister. Jetzt patrouilliert die Vorhut die Straßen. Sie hat das Sagen in Kragenmoor. Tanvals Truppen hat die Stadt eingenommen? Was hat sonst noch Tanval Indoril getan? Ich weiß nicht. Aber als er nach dem Gespräch mit unserem Großmeister herauskam, war er zuständig. Unsere Hauselfen und die Sklaven waren gleichermaßen entsetzt. Wenn ihr helfen wollt, sprecht mit unserem Großmeister. Eine neue Stimme hört er sich vielleicht an. Gut, wie er meint. Also dann werde ich mit eurem Großmeister mal sprechen. Bitte sprecht mit dem Großmeister. Er wird die Heldin der Feste Virak bestimmt anhören. Ja, aber bevor ich gehe, möchte ich euch fragen, warum hat Tanval Indoril hier Halt gemacht? Jeder, der hinauf zur gepeinigten Spitze will, muss erst mit dem Großmeister von Kragenmoor sprechen. Das Haus Dreys kontrolliert den Zugang zum Gipfel. Es ist ein uralter Ort der Magie und des Blutes. Ach so ist das. Wie kontrolliert denn der Großmeister den Zugang zum Gipfel? Sind dort besondere Wachen? Dreys besitzt das magische Muster für einen Schlüssel. Einen mystischen Fokus, mit dem man jenen Schleier durchschreiten kann, der die Spitze schützt. Nur mit diesem Schlüssel kann man den Gipfel erklimmen. Aha. Seid willkommen und schwelgt im Fluss der Komik. Fort mit den Klauen und die Schwänze gereckt. Kennt ihr den über die... Wir finden bestimmt einen Kompromiss in dieser Großmeisterheit. Denkt an die Dringlichkeit unseres Anliegens. In der Tat, Hauptmann, in der Tat. Wir
Wer seid ihr? Was gibt euch... Oh, die Heldin der Feste Vera. Ehre sei euch und eurem Haus. Danke, Großmeister Omindres. Ich grüße euch. Was bringt eine Kriegsheldin des Ebenherzpakts ins entlegene Kragenmoor? Ich wäre gerne etwas gastfreundlicher, aber heute lenken mich wichtige Dinge ab. Naja, ich bin zu euch gekommen, weil ich über eine höchst dringende Angelegenheit mit euch besprechen muss. Habt ihr etwas Zeit für mich? Entschuldigt, doch die Vorhut erfordert derzeit meine gesamte Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, und die habt ihr gewiss, sprecht lieber mit meinem Seneschall. Schade, wenn sich das nicht ändern lässt. Also gut, habt Dank, Großmeister. Schnell, meine Freundin, hier drüben. Achtung, Fremde, sprecht leise, damit keiner von der Vorhut uns hören kann. Was ist hier los? Tanval Indoril und seine Vorhut haben hier auf ihrem Weg zur gepeinigten Spitze Halt gemacht. Zunächst weigerte sich der Großmeister, Tanval Zugang zum Berg zu gewähren. Doch dann packte Tanval der Zorn. Er befahl seiner Vorhut, den Sohn des Großmeisters als Geißel zu nehmen. Ah, darum hat der Tanval die Kontrolle übergeben. Das klingt aber gar nicht nach Tanval Indoril, was er da getan hat. Tanval hat die Beherrschung verloren. Er muss aufgehalten werden, aber zunächst benötigt der Großmeister Hilfe. Nathrasluor, die Treppen hinauf wird mehr wissen, geht und viel Glück. Ich danke euch, Seneschall. Ehre sei euch und eurem Haus. Was kann ich für euch tun? Ich grüße euch. Seneschall Foren hat mich zu euch geschickt. Wisst ihr, wo der Sohn des Großmeisters festgehalten wird? Nein, das müssen wir von der Vorhut erfahren. Ihr habt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch in die Kaserne hier in der Stadt schleichen oder ihr könnt ihr Lager angreifen. Wie komme ich in die Kaserne? Wisst ihr das? Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um wie ein Teil der Vorhut auszusehen. Die Wächter am Tor weisen jeden anderen ab. Sobald ihr drin seid, solltet ihr euch außer Sicht halten. Sprecht mit Kasha. Ich hörte, sie hat das, wonach ihr sucht. Gut, danke, das werde ich machen. Könnt ihr mir etwas über das Lager erzählen? Die Vorhut hat ihr Lager östlich der Stadt aufgeschlagen. Als Tanval zur Spitze ging, nahm er die meisten seiner Truppen mit. Die Zurückgelassenen werden es nicht mögen, wenn jemand vorbeikommt. Sie scheinen Lust auf einen Kampf zu haben. Gut, in Ordnung. Ich glaube, ich weiß, was ich tun möchte. Hervorragend. Wie habt ihr euch entschieden? Wie entscheide ich mich? Ich glaube, ich werde mich in die Kaserne schleichen. Kasha ist gerade draußen, um ihre Waren nahe der Mauer des Herrenhauses zu verkaufen. Sobald ihr gefunden habt, wonach wir suchen, kommt ihr hierher zurück und erstattet den Nu-Bericht. Sie wird wissen, was zu tun ist. Gut, danke für die Informationen. Bevor ich gehe, darf ich euch ein paar Fragen stellen, Nathras? Natürlich. Ich sage euch alles, was ich weiß. Wisst ihr, warum die Vorhut hier ist? Tanval Indoril ließ sie nach seinem Gespräch mit Großmeister Dres zurück. Unser Großmeister ist der Einzige, der jemandem Zugang zur gepeinigten Spitze gewähren kann. Er muss also eingewilligt haben, denn Tanval ist aufgebrochen. Könnt ihr mir sagen, warum die gepeinigte Spitze so wichtig ist? Es ist ein uralter Ort des Blutes, der Magie und der Macht. Sadal, der Bruder des Zwists, wird dort gefangen gehalten. Wir glauben, Tanval will das Korallenherz einsetzen, um Sadal zu befreien und dieses Monster auf das Dolchsturzbündnis zu hetzen. Ja, das denke ich auch. Ich habe da noch eine persönliche Frage an euch. Wie könnt ihr nur damit leben, Sklaven zu halten? Jedes große Haus hat seinen eigenen Einflussbereich. Würdet ihr Lalo seine Handelsverträge neiden?
Das Haus Drees hat viel dafür getan, die weniger begünstigten Völker zu zivilisieren. Außerdem ist es uns inzwischen verboten, Verbündete des Pakts zu versklaven. Oh, wie nett. Ihr seid gekommen, um von dieser zu kaufen, ja? Der Großmeister gibt uns die besondere Erlaubnis zu verkaufen und zu handeln. Viele gute Waren. So, man gab euch die Erlaubnis. Man munkelt, ihr hättet da eine Uniform der Vorhut zu verkaufen. Stimmt das? Schon möglich. Weiß nicht mehr genau. Kasha ist eine treue Dienerin und möchte nicht, dass dem Haus Drees ein Leid widerfährt. Ich schwöre euch, wenn das Haus Drees euch keine Schwierigkeiten macht, dann tue ich das. Gebt mir die Uniform, und zwar sofort. Drohungen, nichts als Drohungen. Hier, nehmt die Uniform und überlasst die arme Kasha ihrer Knechtschaft. Ja, das stimmt, da habt ihr recht. Was wollt ihr, Soldat? Ich bin ein Bote. Lasst mich rein. Ich habe wichtige Informationen für den Hauptmann. Ja. Kommt schon rein. Tanwalds Anordnung. Der zweite Bruder muss entfesselt werden. Ich weiß, dass Holgun und die anderen versuchen werden, mich aufzuhalten. Gebietet ihnen in Kragenmoor Einhalt. Lasst sie nicht die Spitze erreichen. Nehmt den Sohn des Großmeisters namens Sehn gefangen. Wenn nötig, mit Gewalt. Steckt ihn in die alte Dädrische Gruft außerhalb der Stadt. Die Einwohner gehen dort nicht hinein. Sie haben zu viel Angst, ihre Ahnen zu erzürnen. Hauptmann Dunvaril. Euer Gesichtsausdruck. Ihr habt entdeckt, wo der Sohn des Großmeisters gefangen gehalten wird. Ja, das habe ich. Der Sohn des Großmeisters wird in einer Grabstätte westlich der Stadt gefangen gehalten. Wirklich? Die geehrten Toten von Kragenmoor werden bereits seit Jahrhunderten in dieser Grabstätte bestattet. Sie wurde im Zeitalter der Chima zu Ehren der Daedra erbaut. Wirklich gut gemacht. Diese Grabanlage wird gut verteidigt werden. Seid vorsichtig.